Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die amerikanische Flotte im persisch-arabischen Golf ist am Abend in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Anlass ist der Raketenangriff irakischer Flugzeuge auf die US-Fregatte Stark. Bei diesem Angriff vor der Küste Bahrains sind 28 Marinesoldaten ums Leben gekommen. Präsident Reagan versicherte auf einer Pressekonferenz, die USA würden auch künftig alles tun, um die Sicherheit befreundeter Staaten am Golf und die internationale Schifffahrt durch die Straße von Hormuz zu gewährleisten. Inzwischen scheint festzustehen, dass die Stark hier im Vordergrund von den Irakern versehentlich angegriffen worden ist. Gerätselt wird noch darüber, warum die Besatzung der Fregatte nichts unternommen hat, um die anfliegende Exocet-Rakete abzufangen. Das Schiff ist mit einer modernen Raketenabwehr ausgerüstet und kann auf Daten der in Saudi-Arabien stationierten Frühwarnflugzeuge vom Typ AWACS zurückgreifen. SPD und FDP wollen über die Bildung einer Koalitionsregierung in Hamburg verhandeln. Die Landesvorstände beider Parteien gaben am Abend ihr grundsätzliches Einverständnis für ein Bündnis. Es wäre nach Ansicht der Sozialdemokraten die vernünftige und logische Folge des Wahlergebnisses vom Sonntag. Die SPD bietet der FDP eine faire Partnerschaft an. Die Freien Demokraten machen das Bündnis davon abhängig, dass tragfähige Lösungen für die großen Probleme in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Kultur und Umwelt gefunden würden. Verhandlungstermine stehen noch nicht fest. In Rheinland-Pfalz steht eine CDU-FDP-Koalition bevor, nachdem dort die Union ihre absolute Mehrheit verloren hat. Die beiden Parteien wollen ihren Terminplan für die Verhandlungen im Laufe des kommenden Tages festlegen. Aus FDP-Kreisen verlautete, man wolle zwei Ministerien fordern. Für die neue Führung der CDU in Nordrhein-Westfalen sind letzte Weichen gestellt worden. Nach einer Sitzung des Landesvorstandes in Neuss teilte der designierte Vorsitzende Bundesarbeitsminister Blüm mit, er werde den Landtagsabgeordneten Helmut Linzen als Generalsekretär vorschlagen. Linzen ist zurzeit stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Ein außerordentlicher Landesparteitag in Essen wird am Freitag über das neue Führungsgespann entscheiden. Noch einige Meldungen des vergangenen Tages in Schlagzeilen. Der HUK-Verband stellte klar, dass Boykotteure der Volkszählung keinen Anspruch auf Rechtsschutz oder Erstattung von Verfahrenskosten hätten. Einer deutschen Firmengruppe unter Führung der Howaldtswerke Deutsche Werft ist ein Milliarden-U-Boot-Geschäft mit Australien geplatzt. Wegen Beihilfe zum Mord an über 15.000 psychisch Kranken während der NS-Zeit sind in Frankfurt die 72-jährigen Ärzte Aquilin Ulrich und Heinrich Bunke zu Freiheitsstrafen von 4 Jahren verurteilt worden. 86-jährig starb der Opern- und Konzertsänger Wilhelm Georg Striens, der auch populär durch Schlager wie Heimat, deine Sterne wurde. Zum Auftakt der 10. Mannschaftsweltmeisterschaft haben die deutschen Tennisprofis Erik Jelen, Damir Keretic und Tore Meinecke gegen Schweden 1:2 verloren. Die Wettervorhersage für Dienstag, den 19. Mai. Von gelegentlichen Aufheiterungen im Nordosten abgesehen, meist starke Bewölkung. Dabei einzelne schauerartige Regenfälle. Im Osten örtlich Gewitter. Tiefste Temperaturen 4 bis 9 Grad. Tageshöchstwerte 13 bis 17, im Osten bis 20 Grad. Überwiegend schwachwindig. Die weiteren Aussichten am Mittwoch wechselhaft mit einzelnen Schauern, kühl. Das waren die letzten Nachrichten der Tagesschau. Wir melden uns wieder zu den angekündigten Sendezeiten. Alter und Weisheit von Michel de Montaigne. Wir nennen die Grämlichkeit unserer Launen und den Ekel an gegenwärtigen Dingen Weisheit. Im Grunde aber entsagen wir nicht sowohl den Lastern als wechseln vielmehr damit,
und nach meiner Meinung immer zu schlimmerem Übergange. Außer einer dummen, ärmlichen Ruhmredigkeit, einer langweiligen Geschwätzigkeit, einer ungeselligen, unduldsamen Grämlichkeit, einer albernen Abergläubigkeit und einem lächerlichen Streben nach Reichtum, wenn wir ihn nicht mehr nutzen können, finde ich auch noch im Alter mehr Neid, Ungerechtigkeit und Schadenfreude. Das Alter zieht noch mehr Runzeln auf unseren Verstand als auf unsere Stirne und findet man wenige Seelen und sehr selten, welchen man bei hohem Alter nicht das Sauer- und Kantigwerden anmerkte. Der Mensch geht mit gleichem Schritte auf sein Wachstum zu wie auf sein Abnehmen. Wenn man die Weisheit des Sokrates beleuchtet und verschiedene Umstände bei seiner Verurteilung in Betracht zieht, so möchte ich fast glauben, dass Letztere ihm gewissermaßen willkommen war und er sich mit Fleiß nicht nachdrücklicher verteidigte. Er hatte schon beinahe an 70 Jahre die Last eines glanzvollen Lebens auf seinen Schultern getragen und die blendenden Strahlen seines gewöhnlichen Lichtes unterhalten. Was für Verwandlung sehe ich hierin bei vielen von meinen Bekannten täglich vorfallen. Es ist eine schwere Krankheit, die uns ganz natürlicherweise und ganz unbemerkt beschleicht. Es gehört ein großer Vorrat von Studium dazu und eine außerordentliche Vorsicht, um den Unvollkommenheiten auszuweichen, womit uns das Alter heimsucht, oder wenigstens ihren Fortschritt zu hemmen. Gute Nacht.